Die Drax und alles Abscheuliche, alles Geschuppte, muss verbrennen. Doch im Feuer selbst geht Neues auf und Asche kultiviert, was aus einer Liebe erwachsen kann. Asche ist fruchtbar und so wird unsere Liebe sein. Würde mir mit der ein bisschen der Asche die Rune der Fruchtbarkeit neben die Rune der Ehe auf meinen Stirn malen und dann warten, dass Angroschminia das auch tut. Ja, sie wird es ebenso tun und die Rune ergänzen. Nun ist noch eine Sache zu tun. Liebe Pfeiler, tretet hervor. Und ich würde die beiden Ringe enthüllen, die El-Halkasch uns gegeben bzw. geschmiedet hat. Dies sind die Hochzeitsringe. Und ihr als Pfeiler seid unsere Zeugen und Stützen. Ein Kuss von jedem von euch auf diese Ringe, um dieses Bündnis zu besiegeln und diese Einheit zu schaffen. Ja, und dann würde ich die beiden Ringe auf ein Samtkissen legen, das da liegt, und warten, bis die Pfeiler die Ringe jeweils einmal geküsst haben. Bevor ich die beiden Ringe küsse, wische ich dezent ab vorher und küsse sie dann. So, dass man es nicht sieht, aber... Nachdem Gornach den Ring geküsst hat, ist das vermutlich keine schlechte Idee. er hat ihn fast verschluckt. Ja, vor allem auch die Spucke oder die Sabber von Serpentilio willst du auch nicht haben. Der hatte bestimmt schon das ein oder andere Elixier getrunken. Aber ja, alle Pfeiler können dann nach vorne treten, küssen. Du kannst vorher abwischen und dann sind die Ringe im Prinzip geweiht. Dann nicke ich noch einmal. Nun, dann steht nur noch die Predigt zu Angoschs Gaben aus, bevor wir uns endlich unsere Liebe schwören können, Angroschminia. Und um diese Predigt zu halten, habe ich jemanden Besonderen eingeladen. Und ich würde einmal nach hinten nicken und ein etwas älterer Zwerg würde hervortreten. Dies ist derjenige Mann, bei dem ich gelernt habe und der mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Der Geode, der mir geholfen hat, meinen Tod meines geliebten Bruders zu verwinden. Er spricht heute von Angroschs Geschenken und Gaben. Ja, und dann würde ich dem alten Zwerg, den ich nicht vorstelle und für den sich anscheinend auch niemand interessiert hat, der einfach da saß schon eine ganze Weile, nach vorne bitten und den Platz am Altar freiräumen. Er schaut sich einmal um, ganz unzeremoniell, und beginnt dann. Er hat eine sehr hohe Stimme, erscheint nicht Erz- oder Amboss-Zwerg zu sein, sondern vielleicht ein bisschen Hügelzwerg in seiner Linie mit drin zu haben. Liebe Gemeinde, heute versammeln wir uns hier an diesem freudigen Tag, um die Hochzeit zweier Zwerge zu feiern und um die Gaben Angroschs zu preisen. In unserer zwergischen Tradition ist dies ein besonderer Moment, wenn sich zwei zu einer verbinden. Und es ist unsere Pflicht, die Gaben unseres Stammvaters Angrosch zu ehren. Angrosch als Stammvater aller Zwerge, Gott des Feuers, der Beständigkeit und des Handwerks, schenkt uns heute die Möglichkeit, die Liebe und das Band zwischen zwei Zwergen zu schmieden. Seine Weisheit und Stärke sind unsere Grundlage und heute erinnern wir uns an die Gaben, die er uns gegeben hat. Im Buch Weltenschmied, seinem heiligen Buch, lehrt er uns die Welt der Beständigkeit, der Hingabe und der Liebe. In der Ehe ist es von entscheidender Bedeutung, diese Werte zu leben, denn sie sind das Fundament einer starken und harmonischen Partnerschaft.
Angrosch lehrt uns, dass die Flammen der Liebe niemals erlöschen dürfen und dass wir in schweren Zeiten auf die Stärke unserer Verbindung und die Kraft des Handwerks zählen können, um uns gemeinsam jedem Hindernis zu stellen. Angrosch und im Symbol seiner Macht, sein Stein, als Artefakt repräsentiert die Beständigkeit, die wir in der Ehe anstreben. Die Laterne der Ibda in Grasim symbolisiert das Licht, das uns in dunklen Zeiten leitet. Der Finger des Angrosch weist uns den Weg. Und Lagroaks Hammer erinnert uns daran, wie wir jede gemeinsame Herausforderung zu schmieden wissen. In der Ehe sind die Gaben Angroschs, die uns leiten und unterstützen, die wichtigen. Die Beständigkeit unserer Liebe, das Licht unserer Verbundenheit und die Kraft unserer Versprechen werden uns auf gemeinsamen Wege begleiten. Heute feiern wir Boltax und Angrosch Minia, die in diesem Bunde eingeht. Möge eure Liebe immer brennen wie das Feuer Angrosch selbst. Möge eure Beständigkeit unerschütterlich sein und möget ihr gemeinsam euer weiteres Leben schmieden. In jedem Moment wachsam und erblühend. In diesem Sinne wünsche ich dem Brautpaar eine glückliche und gesegnete Ehe. Möge Angrosch euren Weg erhellen und euch stets begleiten. Drox Angrosch. Und damit tritt der Zwerg wieder zurück. Nickt einmal Boltax zu und einmal Angrosch Minia, die beide wissen, jetzt kommen nur noch ihre Schwüre und dann das Eigentliche, worauf die ganze Hochzeitsgesellschaft gewartet hat. Boltax schaut Angrosch Minia in die Augen. Meine geliebte Angrosch Minia, heute vor aller unserer Lieben gebe ich dir feierlich meinen Hochzeitsschwur. So wie das Erz in der Tiefe der Erde, das unerschütterlich und beständig ist, ne? Wie wir eben gerade gehört haben, das war Teil der Predigt. So verspreche ich dir, dass meine Liebe zu dir genauso fest und beständig sein wird. Meine Leidenschaft für dich brennt heller als das hellste Feuer. Selbst das von Angrosch selbst, ne? Auch das haben wir eben schon ein bisschen gehört. Und sie wird niemals erlöschen, ganz bestimmt nicht. Nein, sie wird noch wachsen. Wie ein loderndes Feuer wird sie die Nacht erhellen und erleuchten. Und sie wird uns wärmen und erleuchten, wenn wir gemeinsam durch das Leben gehen. Die Frische der Luft, die uns inne belebt, sie erinnert mich an das, was ich an dir liebe. Denn du erfrischst mich. Du bist die Luft, die ich zum Atmen brauche. Wie der zuverlässige Humus in unserer Nahrung und Speise bist du das, was mich stark macht, was mich unterstützt und was mir die Kraft gibt, weiterzumachen. Unsere Liebe ist so anpassungsfähig wie das Wasser in all seinen Formen und Strömungen, das selbst den härtesten Stein zu brechen mag und niemals versiegt. So stark und anpassungsfähig wie du. Und so stark will auch ich sein. Schließlich ist auch das Eis so klar und so wunderschön wie du und die Liebe, die ich dir entgegenbringe. Heute, mit diesem Schwur der Elemente und den gemahlenen Edelsteinen und den Predigten und der Feuerprobe und naja, allem eben. Heute, vor Zeugen und der Welt, schwöre ich, Boltax, dich, Angrosch Minia, zu lieben und zu ehren, zu schätzen, solange wir beide leben, ist mein Herz und meine Seele. Und ich freue mich darauf, mit dir die Reise des Lebens zu teilen, in all ihren Facetten. Und unsere Liebe wird so stark sein wie das Erz und so leidenschaftlich wie das Feuer. Denn das ist das, was uns verbindet. Ich liebe dich, Angrosch Minia. No. Und damit würde ich sie küssen, denn das war der Kuss des Bräutigams und das darfst du schon. Ja. Ja, genau. Du hast mir in der Vergangenheit viel Kraft gegeben. Ich habe meine Baronie verloren, die Leute, die ich geliebt habe. Und an deiner Seite habe ich neu lieben gelernt, Hoffnung zu bekommen.
Du hast mir den Antrag gemacht, an einem ganz besonderen Ort, auf Sorak, einer Vulkaninsel, die so nah wie irgend möglich im Kern von Aventurien bzw. von Dere liegt, dem Reich von Angrosch, zwischen unseren Vettern, den Zyklopen und den Monaden. An diesem Ort hast du mich gefragt und ich konnte nur Ja sagen. Wir haben dort schon unsere Versprechen gegeben, uns mit dem Vulkanfeuer vereinigt. Und ich blicke nicht nur gerne in die Vergangenheit mit dir, sondern ich freue mich über die Gegenwart und auch über die Zukunft. Ob sie nun noch einen Monat für uns währt, ein Jahr, 5 Jahre oder 500 Jahre. Ich freue mich, dass ich an deiner Seite alt werden kann und weiß, dass wir gemeinsam alt werden können. Ich habe keine Angst vor den nächsten Katastrophen, weil du immer ein Held warst und sein wirst und ich dich dabei gerne unterstütze. Wie auch unsere Pfeiler, die uns unterstützt haben und unterstützen werden. Ich weiß, dass ich euch vertrauen kann, euch allen. Voltax, ich liebe dich. Ja, und damit würde ich sie dann nochmal küssen. Nein, sie küsst dich. Ah, sehr schön. Ja, dann greife ich zu dem Ring. Angroschminia, in Beisein von Angrosch selbst schließen wir heute diesen Bund. Für heute und für immer sind wir vereint. Und ich stecke ihr den Ring an. Ja, sie selbst greift zu dem anderen Ring und greift dann in ihre Werkzeugtasche. Du kannst sehen, wie sie da wohl aus einem Obsidianstück ein großartiges Blatt gefertigt hat, wie es eben doch die Natur es nur formen kann. Und in dieses Blatt hinein ist der Abdruck von dem Ring gearbeitet. Sie legt eine Lederschlaufe um das Obsidianblatt und dir dann die Lederschlaufe um den Hals. Ich weiß, dass du kein verarbeitetes Metall auf deiner Haut berühren kannst. Nun, und da habe ich gemeinsam mit Lahalkash etwas improvisiert. Es ist perfekt. Ja, ich freue mich sichtlich und die ganze Hochzeitsgesellschaft. Es ist jetzt schon späte Stunde nach den ganzen Ritualen und Traditionen und nach doch sehr vielen, teilweise auch etwas anstrengenden Reden. Und das ist der offensichtliche Höhepunkt dieser Feier. Voltax nimmt Angroschminias Arm, hebt den Ring beziehungsweise die Hand mit dem Ring einmal nach vorne und legt den von ihr gearbeiteten Lederriemen darum, sodass die beiden nun für alle sichtbar miteinander verbunden sind. Ja, und ich denke, die Leute stehen jetzt auf und applaudieren. Und wirken alle sehr ergriffen. Danke, danke, danke. Das bedeutet mir, euer Kommen bedeutet mir sehr viel. Jetzt habe ich nur noch eins zu sagen. Angroschminia, würdest du mir diesen Tanz gewähren? Ja, und von mir schon mal, wo ich da eine Kerze greifen und aus zwei Kügelchen formen. Tja, sie nimmt deine Hand und geht mit dir zu einer freien Fläche irgendwo vor dem Altar, wo genug Platz ist zum Tanzen. Genau, und ich würde jetzt gerne mit ihr tanzen und dafür habe ich meinen Schicksalspunkt aufgehoben. Ich möchte diese Probe gerne, würde ich gerne schaffen. Ich habe Tanzen 0, ich kann es jetzt nicht gar nicht, aber Braut möchte tanzen und dafür ist der Schicksalspunkt ja da, um jemand anderem eine Freude zu machen. Und den brauche ich auch, aber... Gewandtheit. Oh, da ist zweimal Gewandtheit drin. Ja, das sind zweimal 11. Und du hast auch nur 11, ne? Ich bin richtig schlecht da drin. Deshalb, aber wie gesagt... Ah, warte, das Fest der Freude könnte hier helfen. Oh, tatsächlich? Sind also, das TFW, die ihr bekommt? Oder Erleichterung? Oder?
Ich glaube nicht, dass es die Probe erleichtert. Ich schaue gerade rein, aber es könnte sein, dass du schlecht tanzt, aber es trotzdem alle toll finden. Okay. Das scheint mir in der Wirkung der Liturgie drin zu sein. Okay, alles klar, gut. Es geht mir nur darum, dass es nicht furchtbar ist für Angroschminia. Deshalb, ich werde mit ihr tanzen und aber man merkt, dass Boltax kein Tänzer ist. Ja, die zwergischen Tänzer sind ja auch nicht sowieso so ein Walzer. Hochzeitswalzer oder ein Cha-Cha-Cha oder sowas, das werden die ja alles nicht machen, sondern die werden da sehr viel mit Stampfen arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Gut, klar. Und dann, sie wird dann sicherlich etwas versierter sein als du, vor allem, weil sie mal Baronin war, auch wenn das lange her ist. Aber so eine Grundetikette oder Grundtanzen wird sie dann schon beherrschen, vor allem, weil sie viel mit Menschen auch unterwegs war. Und gemeinsam mit der Liturgie von Zulamin, wird das dann schon nicht furchtbar werden. Also sie kann das dann auch dirigieren und du wirst dann auch merken, wie sie dann die Führung übernimmt, damit sie euch dann zu einem schönen Abend verhilft. Ja, und damit würde ich dann auch das Buffet und die Getränke eröffnen, die Bar eröffnen, sodass dann auch ein Seufzer der Erleichterung durch die Gäste geht und 12 Stunden. Ja, nach 12 Stunden. Nach 12 Stunden kannst du dann auch. Ihr könnt hören, wie der Propfen in die Bierfässer eingehauen wird und auch die Sekte bzw. Weinflaschen dann entgorkt werden. Ja, und dann die Diener aus den verschiedenen Kontoren, die dann irgendwie beibestellt worden sind, daran machen, jedem Humpen zu reichen bzw. Gläser und jeder wird dann durstig und hungrig zugreifen. Oh, esst und trinkt und feiert uns. Oh, das wollte ich immer mal sagen. Ja, Walter, das ist sehr schön. Also, was für Danke. Eine kurze Zeremonie es ist, ja. Ja, ich weiß, es war wirklich etwas kurz. Eigentlich geht's über 3 Tage, aber wir mussten ein bisschen umdisponieren. Ja, das ist aber schade. Ja. War ja auch so sehr, sehr, sehr nett. Also. Auf jeden Fall. Und sehr pathetisch. Ja, ich musste mir von der Seele reden, was mir auf der Seele lag. Und das war mir schon wichtig. Hey, Schachsuhl. Ja. Stierkopfschaman hat gesagt, hier waren keine Trolle. Er sagt aber, hier war ein Drache. Was? Ja. Ein Drache hier? Ja, er sagte, hier war ein kleiner Drache. So ein Höhlendrache, aber der wurde erschlagen, meinte er. Das ist ein gutes Zeichen. Erschlagene Drachen sind gut auf Hochzeiten. Sehr schön, das hat Stierkopf-Schamane gut gemacht. Das war vor 500 Jahren, sagt er. Das hat mit dieser Hochzeit gar nichts zu tun. Doch, doch. Das ist ein gutes Omen. Wenn du meinst. Ja, ich bin der Schochsuhl, ich meine das. Das ist so, wie wenn Stierkopf-Schamane das Huhn opfert. Los, ja, bisschen früher halt. Genau. Glaubt er uns das oder guckt er uns an und hält uns für blöd? Also du kannst in dem Gesicht von Gronach sehen, dass er Boltax für ein bisschen blöd hält. Hallo, du weißt so Autorität. Ja. Solange er seinem König glaubt, ist mir das egal. Ja, er hat auch zu viel Angst, er geht dann wieder. Ich schneide irgendjemandem das Haar ab oder so. Und blickt aber zu den Nobodies. Naja, so. Ja. Ich muss jetzt mich auch noch um Dinge kümmern, die hier wichtig sind. Natürlich. Zulamin, wir müssen noch tanzen. Sie schreckt ein bisschen zusammen. Was? Naja, ich werde nicht mit Abel mir tanzen, der wird mir auf die Füße treten. Ich will auch nicht mit dir tanzen wollen. Ich glaube, Abel mir ist ein probater Tänzer, habe ich schon mehrfach gesehen. Ja, aber Rafim nicht. Ja, Abelmir, du kannst sehen, wie Trismagene auf dich zukommt und dich herausfordert. Ha. Von euch hätte ich das nicht erwartet. Warum? Nun, ihr wart recht reserviert in der Vergangenheit. Dies ist eine Hochzeit. Natürlich ist das eine Hochzeit. Ihr seid ein Mann von Stil. Ihr versteht vielleicht nicht viel von Magie, aber... Ich verstehe nichts von Magie, aber ihr... Wollt ihr nun diese Einladung annehmen oder nicht?
Natürlich, man schlägt keine Einladung einer Dame ab. Genau, das wollte ich sagen. Sonst wärt ihr kein Gentleman. Und damit zieht sie dich vom Stuhl hoch und verschwindet auf der Tanzfläche mit dir. So, ich bin ein guter Tänzer. Ich möchte mir auf dem Weg zu Zulamin das Bild einprägen, damit ich es irgendwann Abelmirs Frau sagen kann, dass das passiert ist. Wow. Ich möchte versuchen, es mir zu merken. Wenn Abelmir Glück hat, stirbst du vorher. Ja, das ist vermutlich die Chance ganz gut. Wahrscheinlich der Versitus-Tänzer geht auf die Runde. Mit Abstand vermutlich. Hast ja, du Kulturkunde Zwerge? Denn das ist zwergische Blasmusik. Trifft mal Genas gerne Zwerge insofern. Ihr könnt sehen, dass Wilbo Kornklotz, der Baron Perlmeer, er wird mit Latvenia von Zarstrand, der Effertgeweihten, tanzen. Und ja, die Prayadanya wird tatsächlich mit den Kunchoman tanzen. Mit ja, Rafik Ibn Dahmani vielleicht nicht unbedingt, aber mit Valpo Manzanares. Ja, sodass die ja, es gab natürlich schon schlechte Stimmung, aber aktuell wird das wohl alles sehr gelöst sein. Auch die Alanfaner tragen dazu bei, mit ihrem derben Humor dann laute Witze zu reißen, die dann auch über andere Tische zu hören sind. Und ja, so ist es zumindest die nächste Stunde, Stunden noch recht vergnügt. Gerade wenn jetzt auch das Essen bereitsteht. Man wird dann hier nicht 12 Stunden gewartet haben, damit man dann nichts isst und trinkt, sondern da wird dann sehr viel Alkohol auch noch einmal die Stimmung lösen, gerade wenn wir uns auf den Kalender konzentrieren. Wir haben jetzt den ersten Ingrim. Alle wissen, dass es im Raya losgehen wird. Also nicht nur in den namenlosen Tagen, sondern da muss man jetzt ja jede Chance nutzen. Und das ist jetzt so die Ausrede, um zumindest etwas... es geht ja nicht nur darum, dass man stirbt, sondern es geht um das Ende der Welt, dass eben ganz Aventurien dann in den Fluten versinkt und dass dieses Schicksal dann eben auch abhängig ist von all den Fähigkeiten, die dann Matrosen, Seemänner und ja, Seesoldaten auch in die Wiege legen. Ganz Aventurien verlässt sich auf sie, auch wenn vielleicht der Rest von Aventurien gar nicht weiß, wie knapp dieses Ritual ausgehen könnte. Also Rafim, wenn du Zulamin die Hand reichst, dann siehst du definitiv sowas wie Schmerz in ihrem Blick. Aber durch die Liturgie ist das alles etwas gedämpft und sie reicht dir die Hand und erhebt sich und meint, also dann, tanzen wir. Ja, ihr wollt mir doch nicht meinen letzten Tanz auf der Ehre verderben. Auf keinen Fall. Aber mir hat übrigens recht, ich bin ein schrecklicher Tänzer. Das ist in Ordnung. Aber was Boltax da gemacht hat, ich schau mal, ob ich das auch hinbekomme. Ich möchte versuchen, Boltax Tanz nachzuahmen, der natürlich selber schon nicht tanzen kann. Ich kann natürlich auch nicht tanzen, aber das stört nicht. Warte, ich nehme mal, ich trage meine Rüstung nicht.